Die Welt, die über Millionen Jahre entstanden ist, uns Menschen hervorgebracht hat und in der wir jetzt gemeinsam dieses Video schauen, ist kompliziert. Aber gleichzeitig bietet sie jungen Menschen die Möglichkeit, neue Horizonte zu entdecken, wie es Generationen vorher nicht möglich war. Diesem Umstand wollen wir dieses Video widmen und euch wieder mal mitnehmen auf ein kleines Segelabenteuer entlang der für uns bisher unbekannten brasilianischen Küste. Ich bin Leonie und das sind Jonas und Thilo. Gemeinsam haben wir uns ein altes Segelboot gekauft, es restauriert und ausgestattet, um jetzt mit euch auf die Reise unseres Lebens zu gehen und die Welt zu entdecken. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Abonniert den Kanal und kommt so mit an Bord, um auch Teil dieses riesigen Abenteuers zu werden. Wir haben kurz vor drei. Zweiter Versuch. Es geht jetzt nach Natal. Hoffentlich haben wir dieses Mal ein bisschen mehr Glück. Aber wir fahren über den Tag. Los geht's. Was ist los, Jonas? Das hat sich hier alles verwickelt. Kann nicht mal, wir heulen zwar nur rum, aber es kann nicht mal easy starten. Ja, das Kuddelmuddel hat sich doch noch gelöst. Jonas hat sein Bestes gegeben und jetzt sind wir endlich auf dem Weg nach draußen in der Hoffnung, da sind nicht zu viele Wellen. Wind ist irgendwie nicht. Jonas macht noch schnell Müsli, damit wir vor der Seekrankheit noch was essen können. Ich hab's diesmal im Gefühl, es wird gut. Es wird diesmal gut. Der zweite Versuch. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, dann schaut euch gerne das letzte Video an. Oder viel besser noch, den neuen Blog-Eintrag. Denn Reisen bedeutet immer, auch die Komfortzone zu verlassen. Leonie spricht über ihre persönlichen Gedanken zu all diesen neuen Herausforderungen und erzählt auch, wie sie sich bei unserem letzten Zwischenfall gefühlt hat. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen oder Anhören. Wir sind jetzt hier wieder an der Ausfahrt. Letztes Mal wurde es dunkel, jetzt wird es hell. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie es wird. Sehr mager der Wind, aber geht das Steuerrad? Das Steuerrad funktioniert noch. Keine Ahnung, wie wir das letzte Mal nachts rausfahren konnten und gedacht haben, wir können über Nacht fahren. Aber schon der Sonnenaufgang alleine hier, wir hätten uns nie dafür entscheiden sollen. Wir hätten uns auf jeden Fall dafür entscheiden sollen, tags zu fahren. Mal gucken, ob jetzt noch der Wind kommt und dann wäre es perfekt. Schon ein bisschen unterwegs. Der Motor läuft noch, weil wir noch nicht genug Wind haben, aber die Wellen sind nicht so hoch und die Sonne scheint richtig schön und wir freuen uns wieder auf dem Wasser zu sein, wieder unterwegs zu sein und weiterzukommen. Ich war letztes Mal so ein bisschen entmutigt und auch nicht ganz so motiviert, wieder loszufahren. Ich hatte Angst, dass es wieder so stressig wird. Ich habe einfach gemerkt, man darf sich nicht ganz so schnell unterkriegen lassen, sondern muss einfach wieder aufstehen, nochmal von vorne probieren und meistens wird dann doch irgendwie alles wieder gut und man kommt wieder voran. Kein Wind, deswegen müssen wir jetzt noch Motoren. Ich hoffe, der kommt gleich noch, wie er angesagt wurde. Aber wir bauen jetzt erstmal den Pinnenpiloten an, oder Leonie baut den an. Und dann müssen wir erstmal Motoren. Bereit? Ja. Ja, kann erstmal so bleiben. Wir sind jetzt hier an so einer Bucht angekommen, wo ein kleines Dorf ist. Da probieren wir jetzt den Anker zu droppen, weil wir sind jetzt 40 Meilen gefahren. Jetzt gerade ist Wind gekommen, aber der Abend bricht ein. Wir haben entschieden, wir ankern jetzt, damit wir morgen dann mit Wind weiterfahren können, segeln können. Und ja, mal gucken, wie die Ankerbucht ist, ob das alles klappt. Genau so hatten wir uns das vorgestellt. Kleine Etappen entlang Brasiliens Küste mit seinen Stränden, Klippen und Palmen bis zu einem Ankerplatz für die Nacht. Weil die brasilianische Küste aber nicht das klassischste Segelrevier ist, gibt es nur wenige Infos zu diesem Küstenabschnitt,
der wie die ganze Küste nur schlecht vor den vom Atlantik heranrollenden Wellen geschützt ist. Ob wir hier die Nacht sicher sind? Ich kann es schlecht einschätzen. Ob der jetzt hält oder nicht. Man weiter segeln sollen? Das ist hier die Frage. Aber tagsüber macht schon mehr Spaß, ne? Morgen in der Frühe wieder in See stechen und dann auch mal mit einem vernünftigen Tuch. Das ist, glaube ich, die richtige Variante. Gerade waren wir noch ein bisschen schwimmen, jetzt der Sunset, mega, unglaublich schön und es tut richtig gut, wieder unterwegs zu sein. Wir waren jetzt so lange an einem Ort, richtig cool und jetzt kochen wir erstmal eine Runde. Wir sind wieder unterwegs, wir hatten eine richtig unruhige Nacht am Ankerplatz. Das wurde danach richtig wellig, als wenn wir mitten auf dem Ozean geankert hätten. Wir sind alle jetzt ganz schön müde und fertig, aber wir werden belohnt und zwar können wir heute segeln. Der Motor bleibt aus, wir haben genug Wind und das Wetter ist auf jeden Fall jetzt entspannt und ich glaube, das wird ein schöner Segeltag. Oh, ich dachte schon, wir kriegen überhaupt nicht mehr den richtigen Wind. Aber jetzt ist es endlich passiert, jetzt müssen wir nicht mehr Motoren und das Boot läuft von alleine, Autopilot. Und jetzt kann man einfach nur noch hier relaxen im Fatboy und das Segelwetter genießen. So, komm jetzt raus da. So kann man sich gut gehen lassen. Schön im Schatten hier in unserem Fatboy, in dem auch schon fast kaputt ist. Wir müssen jetzt eine Wende machen. Du musst mithelfen und aus deinem Chillplace raus. Da? Sind wir schon da? Ja, wir sind gleich da. Ach so. Ja, okay. 10 Meilen noch. Dann geht's los. Oh. Leonie? Kommst du raus? Wir brauchen dich. Wir sind gleich da. So, wir machen jetzt eine Wende. Wir haben hier alles festgemacht. Hier ist ein Bullenstandard dran. Den müssen wir jetzt erstmal abmachen, damit wir auch die Wende vollziehen können. Das hier. Der Windfahren ist natürlich gefährlich jetzt. Wenn ihr das hier seht, checkt mal in unserem Shop den Merch ab. Tilo hat den gerade an. Hier von vorne. Von hinten. So, los geht's. Eigentlich ist das doof, weil wenn wir jetzt gleich umdrehen, dann drückt der Wind da hinten rein und dann drehen wir nicht, weil das Sahne so fest. Genau. Richtig. Ja, wir machen das mit Speed. Willst du steuern? Dann fahr erst ein bisschen, dass wir Fullspeed machen, dann schnell rum. Dann packen wir das. Cool. Ne? Klar, zu Wende! Klar! Geht Gas! Segel steht, ist okay. Jetzt mache ich erstmal das Besan auf und stelle die Windfahne dann ein, damit wir wieder den Kurs halten. Fährst du den Kurs? Warte. Ja.
Gucken wir mal, ob es klappt. Der Kurs ist gesetzt, die Windfahne steuert das Schiff automatisch Richtung Natal. Man sieht schon die riesen Hochhäuser, es ist wieder eine riesige brasilianische Großstadt. Die sind echt verrückt, die Brasilianer. Und dann ist das Ziel erreicht, 80 Meilen hinter uns. Wir fahren jetzt mit dem Vorsegel unter der Riesenbrücke drunter her, richtig geil. Ich bin mal gespannt, wie das wirkt. Und dann kommen wir in der Marina an, mal gucken, wie die City ist und was so abgeht. Ja, war richtig gut heute und jetzt wieder schön im Hafen. Aber ich bin wieder motiviert, Leute. Vorbildlich, Jonas, vorbildlich. Ja, wir brauchen unsere Segel noch, ne? Genau. So. Wir sind jetzt das erste Mal an einem Ankerspot, wo wir irgendwie ein bisschen Zeit haben. Ich habe heute Vormittag das YouTube-Video geschnitten und Tilo paddelt jetzt da vorne zum Strand, der ist im Dinghy und will, dass ich ein Foto von ihm mache für Instagram und dann werde ich euch gleich mal zeigen, wie das fertige Foto aussieht. Irgendwie wollen wir den Mond da noch mit drauf kriegen. Mal gucken, ob das was wird. So, jetzt bin ich hier auf dem Mast, weil wir von oben dachten, machen wir auch mal ein paar Fotos. Sogar Next Level barfuß. Ist überhaupt nicht geil. Aber von hier oben mache ich ein bisschen B-Roll. Einfach weil es von oben vom Boot nicht so viel gibt und der Spot hier ist so nice. Die Marina ist da vorne. Das kleine Gebäude. Sehr, sehr, sehr geil hier. Das ist wirklich so nice hier, ne? Der erste Ankerspot, der richtig, richtig geil ist im Vergleich zu dem, wo wir letzte Nacht waren. Es war ja eine Katastrophe, alles hat sich bewegt, kann man gar nicht pennen, hier kann man pennen in der Marina. Und es ist so nah am Wasser und wenn quasi die Tide reingeht, dann ist das Wasser hier türkis und richtig geil. Jetzt gerade geht es raus, deswegen ist es ein bisschen grün geworden. Das war's bis hierhin. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. War auf jeden Fall ein mega Segeltrip heute. Das Steuerrad läuft auch wieder rund mit der Windfahne zusammen in perfekter Kombination. So macht es Spaß. Gerade wurden wir direkt nach unseren Passports gefragt. Wir werden jetzt erstmal ganz in Ruhe auschecken, was hier läuft und dann uns Natal anschauen. Genau, vielen Dank fürs Anschauen. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Tschüss.